Einen wunderschönen Nachmittag. Nach dem inspiring Talk this morning kommen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen zurück in ein paar technische Details. Und ich möchte Sie eigentlich ganz gern unter dem Obertitel Rolle des Waldes im Klimawandel vorhin den Fokus legen auf die Rolle des Waldes im Carbon Cycle. Was heißt das methodisch und was sind hier auch für Optionen? Sie alle wissen das, Sie kennen das, aber als Einstieg muss man das sagen, CO2-Anstieg in der Atmosphäre, Zunahme der Temperatur verlängert die Wachstumsperiode und vor allem, was für uns in Österreich wichtig ist, es verändert auch die Hydrologie. Kurz gesagt, Niederschlag fällt nicht mehr in Form von Schnee, sondern in Form von Regen. Denn eines muss uns klar sein, die Durchschnittswerte im Niederschlag in Österreich haben sich nicht verändert, es haben sich nur die Muster verändert. Übrigens das Bild, falls das jemand kennt, das ist das Kitzsteinhorn. Ich bin in dieser Gegend aufgewachsen und beobachte das daher jedes Jahr, wenn ich nach Hause fahre, wie schaut die Schneelage aus. Sie alle auch haben gehört, dass es dazu Extremereignisse gibt. Ich glaube, das wurde heute Vormittag sehr gut ausgedrückt. Diese Extremereignisse, vor allem Windwurf, aber auch dann die Brände weltweit in Österreich, ist es historisch gesehen schon ein Thema gewesen. Dann durch die intensive Bewirtschaftung hat man das fast vergessen und jetzt kommt es wieder ein bisschen. Die setzen natürlich große Mengen an Kohlenstoff frei. Auch ein Thema, das jetzt wichtig ist, diese Studie stammt von einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, von Rupert Seidel, wo es darum ging, sozusagen auszutesten, was ist quasi der Effekt des Klimawandels und was ist der Effekt des Managements. Sie dürfen nie vergessen, gerade in Zentraleuropa, der Haupteinfluss auf den Wald war immer die Bewirtschaftung und ist es auch jetzt noch. Aber natürlich kommt als zusätzlicher Treiber immer mehr der Klimawandel dazu. Diese Kurve ist auch bekannt und mein Vorredner heute Morgen hat das gezeigt. Das ist die berühmte Dave-Keeling-Kurve. Dave Keeling, ich hatte die Chance, ihn persönlich kennenzulernen, ein fantastischer Wissenschaftler. Er war der Erste, der eigentlich erkannt hat, dass es dieses Atmosphäre-Plant-Feedback gibt im Sinne der Photosynthese, dass eben CO2 über die Photosyntheseleistung auf der Nordhalbkugel den CO2-Gehalt saisonal verändert und darum ist auch diese Sägezahnkurve sozusagen entstanden. Immer wenn Winter auf der Nordhalbkugel ist, gibt es weniger grüne Biomasse, dann steigt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre und wenn Sommer kommt, ist also der gegenteilige Effekt. Was wir aber nicht vergessen sollten bei all dieser Dramatik, und das möchte ich hier auch betonen, hätten wir keine CO2-Gehalte in der Atmosphäre, wäre das für uns nicht so wahnsinnig super. Wir hätten wahrscheinlich eine Temperatur von minus 18 Grad. Heute ist die Durchschnittstemperatur auf der Erde ungefähr 15 Grad. Also gar kein CO2-Gehalt ist natürlich auch ein Problem. So, was passiert jetzt mit dem CO2-Ausstoß? Ich erspare Ihnen die aktuellen Zahlen. Ich glaube, das kennen Sie bzw. ist am Internet gut nachlesbar. Und hier sind wir dann schon beim Thema Wald. 45% der Emissionen verbleiben derzeit in der Atmosphäre. Etwa 25 bis 30% werden von den Weltmeeren aufgenommen, die ein großer CO2-Speicher sind. Und das ist jetzt unser Thema hier, 30% oder circa ist sozusagen das, was in der Waldbiomasse oder im Wald gespeichert wird oder adaptiert, also mitigiert wird, so muss man eigentlich richtigerweise sagen. Jetzt war die Frage, was ist jetzt die Rolle des Klimawandels? Und aus meiner Sicht gibt es hier zwei große Geschichten. Das eine ist, der Wald ist Gestalter, denn Wald bindet große Mengen an Kohlenstoff. Man kann auch ganz klar sagen, ohne Wald hätten wir eine 30% höhere CO2-Belastung in der Atmosphäre. Und daher ist das ja auch jetzt das politische Thema der Walderhaltung oder eben der Wiederaufforstung. Wald ist aber auch Betroffener. Und das ist das, was die Forstwirtschaft natürlich sorgt, die Änderung der Wachstumsbedingungen. Und ich möchte hier noch einmal betonen, es geht nicht um Durchschnittstemperaturen, sondern es geht um Extreme. Denn ich sage immer, Bäume wachsen nicht nach Durchschnittstemperaturen, sondern es geht darum, wenn sich sozusagen die Rahmenbedingungen ändern und die physiologischen Grenzen, die unsere Bäume haben, sich verändern, dann kommt dieser Baum im Laufe seines Lebens irgendwann unter Zugzwang. Und was vielleicht auch wichtig ist, Bäume können ja nicht weglaufen. Wenn Sie als Baum auf einem Standort beginnen zu wachsen, dann müssen Sie sozusagen vertrauen, dass Sie das ganze Leben, das ganze Baumleben das durchhalten. Wenn sich in der Zeit die Wachstumsbedingungen ändern, haben Sie ein gewisses Adaptionspotenzial oder Sie sterben einfach ab. Und natürlich führt das zu einer Änderung der Stressprofile unserer Baumarten
Und das sind dann eben die berühmten Sekundärschäden. So, welche Optionen haben wir als Waldwirtschaftler? Adaption, ein Thema, heute früh hat, glaube ich, irgendeiner gefragt, Einbringung neuer Baumarten. Denn man darf auch nie vergessen, die wichtigste Entscheidung, die eigentlich Forstleute treffen, ist die Baumartenwahl. Und ein Thema ist natürlich, dass wir hier in den temperierten Zonen eine relativ limitierte Baumartenwahl haben. Noch einfacher ist es in borealen Wäldern, da haben Sie noch eine engere Baumartenwahl. Aber wenn Sie in tropische Wälder gehen, haben Sie bis zu 50, 60, 80 oder sogar über 100 verschiedene Baumarten. Das heißt, da haben Sie auch ein anderes Adaptionspotenzial von Wäldern. Und natürlich dann die Mitigation, die wir sozusagen als vom Wald erwarten, über die Aufforstungsprogramme und dann die Kohlenstofffixierung, also das Wachstum als solche, sprich die Bindung und dann der stockende Vorrat und dann natürlich die Verwendung von Holz als Werkstoff. Ich möchte vielleicht ein, zwei Folien sagen zum Anbau fremdländischer Baumarten, weil die Douglasie in aller Munde war. Sie kennen diese Grafik vielleicht oder Sie wissen das. Wir haben also Douglasie aus Nordamerika, ist eine Baumart, die sehr propagiert wird, derzeit in Zentraleuropa, auch im sommerwarmen Osten in Österreich. Und ich möchte das eigentlich nur an einer einzigen Folie zeigen, warum das interessant ist. Die Douglasie kommt ja aus einer Gegend, wo es sehr viel regnet. Also ist die Frage, warum propagieren wir sie dann im sommerwarmen Osten, wo es wenig regnet? Ganz einfach. Die Douglasie kommt aber auch aus einer Gegend, wo sie längere Trockenperioden haben und sie ist physiologisch konditioniert auf das. Und das sind unsere heimischen Baumarten wie Fichte, Buche eben nicht. Und das sehen Sie hier ganz gut an einer physiologischen Studie, wo es darum ging, so quasi die Stomata-Öffnungen bei vergleichbarem Standort und Klima zwischen den Baumarten zu testen oder zu kontrollieren. Und die Douglasie macht eben relativ schnell zu bei Trockenstress und schützt sich damit, und diese physiologischen Eigenschaften haben zum Beispiel Buche und Fichte weniger. Damit pumpen sie Wasser noch immer hinaus, obwohl sie eigentlich sozusagen eine Ruhe geben sollten, wenn ich das so sagen darf, und damit entstehen eben diese Stressprofile. Übrigens, die Eiche wäre ähnlich. Was aber jetzt das viel spannendere Thema ist, und da möchte ich gerne den Rest meines Vortrages darauf konzentrieren, ist, das Mitigation Potential von Kohlenstoff oder über den Kohlenstoffkreislauf von unseren heimischen Wäldern. Sie alle wissen, Wald bindet große Mengen an Kohlenstoff. Ausnahme sind natürlich die Störungen, das haben wir schon gesehen. Wald kann man aber auch als Energielager sehen oder Werkstofflager, würde man heute sagen. Also heute hat jemand die Frage gestellt, Holzbau, ganz wichtiges Thema, kaskadische Nutzung von Holz, ich glaube, jedem ist klar, was das ist. Und natürlich das große Thema ist Ersatz fossiler Energie und Werkstoffe, vor allem der Werkstoffe. Und dann sagen wir natürlich, Holz ist CO2-neutral. Warum das so ist, das könnten wir dann auch durchaus diskutieren, wie das am besten wir schaffen. Der Bedarf an Holz wird steigen, davon gehen wir aus. Ich möchte aber jetzt nur einen Blick zurückwerfen, das passt auch gut zu meinem Vorredner, also heute früh. Wenn man sich das global anschaut, dann ist sehr wichtig, wie denn die Waldentwicklung weltweit ausschaut. Hier sehen Sie einmal als erstes, wo Wald überhaupt vorkommt. Die dunkelgrünen Flächen, dort gibt es noch Wald, die hellgrünen sind sozusagen erfolgreich entwaldet worden. Und Sie hatten, wenn Sie das historisch sehen, die erste große Entwaldungswelle in Europa, dann im Südosten der USA. Und heute sind die großen Wellen in Asien, also Asien war sehr erfolgreich, großflächig den Wald umzuwandeln, muss man jetzt fairerweise sagen. Und die derzeitigen Hotspots sind sicher die tropischen Regenwälder, also zum Beispiel einerseits in Brasilien, aber auch im Kongo-Becken in Afrika. Von denen hört man relativ wenig, aber das sind sozusagen die großen Lungen, auch jetzt noch im Sinne der Kohlenstoffspeicherung und der großen Waldflächen. Wenn Sie das jetzt auf Europa sehen, dann möchte ich das so betonen, Europa ist der einzige Kontinent, wo die Waldfläche zunimmt. In allen anderen Erdteilen nimmt sie ab. Und jetzt kann man historisch so sehen, dass vielleicht diesen Prozess, den heute andere Kontinente durchgehen, wir vor 200 Jahren gemacht haben. Wir hatten in Europa eine wesentlich geringere Waldfläche und durch gesetzliche Maßnahmen, aber auch durch eine gewisse Abnahme der Bevölkerung in einigen Teilen, aber auch durch die Effizienzsteigerung der Produktion, haben wir eine Zunahme der Waldfläche.
Und in Europa nimmt der Wald kontinuierlich zu. In Österreich wissen Sie das um 4.000 bis 5.000 Hektar, aber das gilt auch für andere europäische Länder. Nun ein paar Zahlen zum Kohlenstoffspeicher als solches. Ungefähr 860 Billionen Tonnen Kohlenstoff sind in den Wäldern gespeichert. Ich möchte hier auch betonen, dass Sie immer auch achten müssen unter der Erde und über der Erde. Wir Forstleute wollen natürlich gerne schöne dicke Bäume sehen, aber wenn Sie jetzt im Sinne eines Carbon Flux das beurteilen oder auch die Rolle des Waldes im Kohlenstoffkreislauf, dann dürfen Sie nicht vergessen den Anteil im Boden und natürlich auch Totholzanteile. Ein Thema, das also aktuell ist, wie viel Kohlenstoff liegt wirklich im Totholz? Hier steht zwar 8%, aber in Wirklichkeit wissen wir darüber relativ wenig. Und der österreichische Wald, wie viele wissen, speichert ungefähr 800 Tonnen Kohlenstoff. Ich möchte jetzt auf ein paar Fragen eingehen, um dann vielleicht auch die Diskussion ein bisschen anzuheizen. Warum ist ein Urwald CO2-neutral? Was bewirkt eigentlich Waldwirtschaft? Und wo kommen eigentlich die Biomasse-Daten her? Wo kommt das überhaupt her? Davor aber ein paar Begriffe. Wir Forstleute sprechen immer von Volumen und man kann das so vereinfacht in so einer Faustzahl sagen. Biomasse ist also in Tonnen, wird das angegeben, ist Kohlenstoff plus die anderen Elemente und ist ungefähr die Hälfte des Volumens. Der Kohlenstoff macht ungefähr die Hälfte der Biomasse aus. Also darum wird auch oft gesagt, ein Kubikmeter Holz sind ungefähr durch 4 ist der Kohlenstoffanteil. Wichtig ist aber auch, wenn Sie jetzt vergleichen Kohlenstoff und CO2, durch das Atomgewicht, durch die Umrechnung, ist das das 3,67-fache. Daher ist dann oft so, dass man sagt, ein Kubikmeter Holz ist sozusagen eine Tonne CO2. Da schummelt man sich so ein bisschen über diese Umrechnungsfaktoren drüber, aber das passt schon, aber das ist so quasi der Zugang. Und die Stammbiomasse, das ist für Sie als Forstleute jetzt vielleicht wichtig, macht in der Regel nur ungefähr 20-30% der gesamten Biomasse aus. Also Stamm, Ast, Blatt, Wurzel. Also wenn Sie heute einen Baum messen, einen Durchmesser, dann messen Sie eigentlich im Sinne der Biomassenschätzung den unwichtigsten Wert, weil ein Baum wird nur dann dicker, wenn er zu viel zum Essen hat und sozusagen ein bisschen investieren kann in das sekundäre Dirkenwachstum. Geht uns manchmal auch, wenn wir zu viel essen, geht es uns genau gleich. Und das ist auch wichtig, wenn Sie jetzt über Datenqualität oder auch über Datenerhebung sprechen. Hier ist jetzt eine Kurve, da wurde ja vor kurzem durchaus kritisiert dafür, aber ich stehe dazu. Wir haben eine sehr umfangreiche Studie im Urwald-Rotwald gemacht, wo es darum ging, was ist das theoretische Potenzial der Kohlenstoffspeicherung in Urwäldern. Jetzt kann man sagen, die Phase 1 wäre quasi die Wachstumsphase, die Phase 2 wäre die Zerfallsphase und die 3 wäre die Verjüngungsphase. Es fällt etwas stark ab, 2, ja, man kann es auch gerne ein bisschen flacher machen. Aber das Thema hier ist, was ist eigentlich theoretisch überhaupt in einem Wald speicherbar? Und diese Daten basieren auf, oder das sind datenbasierte Informationen, die wir dann nur ausgeglichen haben. Aber wir haben 18 Versuchsflächen gehabt, wo wir alles gemessen haben, vom Boden über die Wurzel. Na, Wurzel haben wir nur geschätzt, muss man sagen, aber vor allem Biomasse-Daten. Wir haben dann diese Studie wiederholt in einem anderen Urwald und es ist ähnlich. Aber was ich hier zeigen will, ist eigentlich der Effekt, dass ein Ökosystem sich aufbaut und das kann man so verstehen hier als eine Urwaldzelle. Und irgendwann werden die Bäume so dick, dann fallen sie um, dann zersetzen sie sich und geben dann den Kohlenstoff wieder frei. Und wir Forstleute wollen natürlich nicht, dass die Bäume umfallen und verfaulen, sondern wir wollen sie nutzen. Und sie bringen in einen Urwaldzyklus 2 bis 3 Wirtschaftswaldzyklen unter. Aber die spannende Frage ist dann, was machen wir mit dem Kohlenstoff? Wenn wir es verheizen, dann machen wir nichts Gescheites, weil dann setzen wir sehr schnell das CO2 wieder frei. Wenn wir aber das in Gebäuden oder Möbeln, so wie hier, speichern, dann würde ich mal behaupten, es ist doch völlig egal, ob der Kohlenstoff im Wald steht oder ob er in einem Holzprodukt oder in einem Möbelstück steht. Wir haben gerade an der BOKU das erste Holzgebäude im universitären Umfeld eröffnet. Wir haben dort 1000 Festmeter Holz verarbeitet. Ja, also sie haben 1000 Tonnen CO2 gespeichert. Und ob ich das jetzt sozusagen, wie ich schon sagte, im Wald habe, im Gebäude, ist ja egal und da verstehe ich auch den Vertreter der Holzindustrie, dass sie sagen, das muss die Zukunft sein.
Hoppala, jetzt war ich zu schnell. Moment, zurück. So, wenn man jetzt ein bisschen zusammenfasst, als erstes Intensivierung der Waldwirtschaft bewirkt eine Verringerung des stockenden Holzvorrates. Das muss uns auch bewusst sein. Und hier sitzen ja lauter Fachleute, die alle wissen, Normalwaldmodell, wenn Sie die Umtriebszeit verkürzen, dann reduzieren Sie den durchschnittlichen stockenden Vorrat. Sie erhöhen aber auch etwas den Zuwachs. Das heißt, der Zuwachs im Sinne der Photosyntheseleistung ist ja unabhängig vom Alter des Waldes. Aber die Frage ist, was von diesem Kohlenstoff in die Respiration geht, sprich wieder abgegeben wird und was gespeichert wird. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch wenn Sie jetzt mit Leuten sprechen außerhalb der Forstwirtschaft, weil die einen anderen Zugang haben zu Zuwachs wie wir. Wir sehen immer Volumenzuwachs, die sehen Biomassezuwachs oder einfach Kohlenstoffbindung. Was wir heftig kritisiert werden, und das war zum Beispiel interessant beim Vortrag heute Vormittag, der Carbon Depth. Das heißt, wenn Sie jetzt Holz vermehrt nutzen und das durchschnittliche stockende Volumen im Wald reduzieren, dann ist schon die Frage, wo geht es hin? Geht es in die Verheizung, dann führen Sie natürlich dem System Kohlenstoff zu. Geht es in die Lagerung, dann ist das sozusagen auch der Atmosphäre entzogen. Und daher ist die Verwendung, also nach der Nutzung, ein ganz wichtiges Thema. Und das führt dann eben zu diesen Diskussionen, gerade im Zusammenhang mit der Biomasse war das ein Thema, ob denn CO2 wirklich so neutral ist. Ich möchte das hier nur kurz erklären. Ich glaube, für Forstleute ist das völlig klar. Da kann man relativ schnell drüber gehen. Sie wissen das. Es ist einfach ein extremes Beispiel. Wenn Sie haben 150 Jahre Umtriebszeit, haben Sie ein mittleres Volumen, gehen Sie auf 100 Jahre zurück, dann ist das mittlere Volumen geringer und das wird ein bisschen kompensiert, weil Sie natürlich höhere Zuwächse haben. Das ist sozusagen das theoretische Verständnis, was Sie eigentlich machen hier bei der Waldbewirtschaftung. Ja. So, die Wirkung mit Gleichgewicht verändert sich, führt kurzfristig zu einer zusätzlichen Kohlenstofffreisetzung. Neues Gleichgewicht stellt sich ein. Und wichtig zu betonen ist, dass Holz eben substituiert fossile Brenn- und Werkstoffe, Zeithorizont für die Bindung von CO2 ist also hier wichtig. Ich möchte jetzt noch zwei, drei Folien zeigen, wo die Biomasse-Daten eigentlich herkommen. Sie haben den klassischen Zugang, wie Sie Waldinformationen bekommen, die Sie alle kennen aus Waldinventuren. Ein Thema, das sehr stark aus der Ökologie kommt, ist über sogenannte Flux Tower. Die messen Photosyntheseleistungen über Waldgebieten. Es gibt derzeit 600 weltweit. Und das dritte Thema sind Satellitendaten. Stammt aus dem Mission Earth Programm, MODIS-Satellitendaten, die weltweit die Photosyntheseleistung aller Ökosysteme sozusagen monitoren können. Und mit solchen Daten habe ich sehr viel gearbeitet. Was wir gemacht haben jetzt, und ich möchte das in aller Kürze zeigen, weil das einfach nur darum geht, dass Sie sehen, wie man auch anders auf Wald schauen kann. Wir haben einen 1x1 Kilometer Tageswerte-Datensatz aufgebaut für Europa. Wir haben uns Bodendaten gesucht und haben dann auf Basis von Waldinventuren von 16 europäischen Ländern mit 350.000 Inventurpunkten, ich glaube 2,5 oder 3 Millionen Bäumen, versucht sozusagen die Airborne-Daten über die MPP-Schätzung von MODIS mit terrestrischen Informationen zu verknüpfen. An dem arbeiten wir jetzt schon seit 7, 8 Jahren. Und eines der Ergebnisse, das versuchen wir gerade zu publizieren, soll Ihnen auch zeigen, welche Möglichkeiten diese Technologie hat. Sie sehen hier links auf einem 500x500 Meter Raster die durchschnittliche Volumen in diesem Pixel für ganz Europa. Wir haben auch gesehen, dass wir das für Länder schätzen können, wo wir keine Daten haben. Warum ist das spannend? Weil Sie eine konsistente Datenlage für ganz Europa bekommen. Jede Waldinventur ist verschieden und die Vergleichbarkeit ist oft schwierig. Um Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben, die tschechischen Daten haben wir ja gar nicht verwendet, weil da muss irgendwas passiert sein. Das gibt es nicht, dass die so hohe Volumina oder Biomasse reporten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Rechts können Sie das auch machen für Dominant Tree Height. Das heißt, Sie haben eine sehr, sehr gute Grundlage für Biomassestudien, für Holzaufkommensstudien, für eine Reihe von Analysen im Zusammenhang der Rolle des Waldes im Klimawandel, aber auch für ganz pragmatische Dinge. Wir haben vor kurzem ein Projekt abgeschlossen, wo es darum ging, die Erntepotenziale in Regionen zu analysieren. Ja, und ich möchte hier nur auch zeigen, dass das qualitativ passt. Das ist hier ein Vergleich
das ist von Daten, wo wir einerseits die Originalinventurdaten hatten und auch wo wir sie dazu geschätzt hatten, gegen zum Beispiel öffentliche Datenbanken, die verfügbar sind. Also wir kommen hier sehr, sehr gut hin. Ich bin damit schon am Ende, damit ich meine Zeit halbwegs einhalte. Zusammenfassend darf ich erwähnen, Photosynthese fixiert atmosphärischen Kohlenstoff. Wälder speichern große Mengen an Kohlenstoff. Holz ist eine erneuerbare Energie und Werkstoff. Vor allem der Fokus würde ich auf Werkstoff setzen. Die Waldfläche nimmt weltweit ab. Und zwar, das ist auch sehr gut dokumentiert durch diese sogenannte Land Use Change, ist ungefähr 10-15%, die Schätzungen gehen hier ein bisschen auseinander, ist der Beitrag der Landflächennutzung zur Zunahme des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre. Nachhaltige Waldwirtschaft schützt das Klima, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir machen ja hier vor allem in Zentraleuropa keine exploitative Waldwirtschaft und wir brauchen eine CO2-neutrale Kreislaufwirtschaft. Und die allerletzte Folie soll jetzt gute Stimmung hier verbreiten. Das hier, da war vor 30 Jahren kein Wald. Das ist aus Schottland. Ich habe einen Dissertanten, der dort arbeitet, das ist ein österreichischer Forstbetrieb, der vor 30 Jahren dort im großen Stil aufgeforstet hat. So kann das natürlich auch ausschauen nach Aufforstungen. Und ich glaube, das sollte unsere Zukunft sein, dass wir wieder mehr Wald auf die Fläche bekommen. Dankeschön.